In den letzten Monaten und Jahren habe ich euch auf meinem Kanal schon die ein oder andere Veröffentlichung von Dr. Who vorgestellt. Dank der großartigen Unterstützung von PandaStorm konnte ich ja die letzte Mediabook-Veröffentlichung aus dem deutschsprachigen Raum zu dem Titel 4 vor 12 sogar ausführlich im Blu-ray-Check vorstellen. Danke an der Stelle noch einmal an PandaStorm. Aber wer meinen Kanal verfolgt, der weiß ja, dass ich generell nicht nur die deutschen Veröffentlichungen zu Dr. Who sammle, sondern eben auch die englischen Ausgaben von der BBC, was einfach den Grund hat, dass auch die einfach nur wunderschön sind. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar mit den britischen Veröffentlichungen angefangen zu sammeln zu einer Zeit, wo es im deutschsprachigen Raum noch die meisten der aktuellen Dr. Who VÖs noch gar nicht gab. Aber mittlerweile, es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich mir überhaupt einmal eine Folge angeschaut habe. Es war wirklich toll. Ich hatte schon mehr als ein Regal voll mit britischen und deutschen Veröffentlichungen, bis ich mir dann irgendwann einmal gedacht habe, so, und was, wenn mir diese Serie jetzt eigentlich überhaupt nicht gefällt? Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Ich finde die Serie absolut genial und tatsächlich war es dann nach meinem Kauf der deutschen Blu-ray-Box von Dr. Who der komplette 11. Doktor, dass ich angefangen habe, mir den 11. Doktor anzuschauen. Bin da jetzt auch schon ungefähr bei der Hälfte, sprich die enthaltenen Episoden von der 5. Staffel habe ich tatsächlich schon gesehen. Und mit Matt Smith, momentan zumindest auf jeden Fall mein Lieblingsdoktor, ist aber auch irgendwie schwer was anderes zu sagen, wenn man von den anderen noch nichts bzw. nur sehr wenig gesehen hat. Aber wir haben in den letzten Monaten und Jahren auch schon die ersten 4 Staffeln in eben genau diesem Stil von der BBC serviert bekommen. Leider habe ich sie jetzt nicht gerade vorliegen, um euch zu zeigen, ob die Spines hier wirklich gut zueinander passen. Das werde ich dann, wenn die 6. Staffel erscheint, definitiv nachholen. Aber was die BBC auf jeden Fall gemacht hat, ist, der Stil dieser Veröffentlichungen bleibt grundsätzlich gleich. Wir bekommen hier auf dem Backcover ebenfalls ein wirklich wunderschönes gezeichnetes Motiv mit den Informationen rund um die enthaltenen Episoden und die Bonus-Features. Natürlich sage ich an der Stelle auch gleich dazu, dass es hier zwar wieder ein wunderschönes Design von Sophie Cowdery gibt, das aber natürlich man mit dem englischen Originalton vorlieb nehmen muss und die deutsche Synchro auf der deutschen Blu-ray von Polyband exklusiv ist. Aber nachdem wir uns jetzt einmal eben diesen unten geschlossenen Quarterslip angeschaut haben, wo wir dann natürlich eben auch hier ein Einlageblatt finden mit meiner Meinung nach einem ziemlich coolen Motiv drauf, wo es noch einmal Informationen rund eben um die Inhalte der einzelnen Discs und Episoden geht. Außerdem noch ein Werbeflyer zu The Edge of Time, was ich ebenfalls unbedingt irgendwann einmal zocken muss, weil ganz ehrlich, ein Doctor Who-Spiel für PSVR klingt einfach geil. Aber jetzt können wir uns einmal das Steelbook-Artwork anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr schon den Sabba auf eurer Tastatur weggewischt habt, aber ich finde dieses Design einfach nur geil. Und natürlich, nachdem ich die Folgen, die hier enthalten sind, gesehen habe, habe ich auch ein bisschen ein anderes Verständnis für dieses Design und finde es sehr, sehr schön, dass man hier diesen Van Gogh-Style ein bisschen eingebracht hat, weil Vincent Van Gogh ja tatsächlich ein Charakter ist, der im Doctor Who-Universum in den enthaltenen Episoden vorkommt. Wunderschön finde ich auch, wie man hier mit diesem metallischen Steelbook-Effekt gearbeitet hat und eben bei diesem Hintergrund wundervoll diesen metallischen Effekt zur Geltung kommen lässt. Außerdem natürlich da beim Sonic Screwdriver finde ich das auch absolut genial, dass wir hier punktuell akzentuiert sehr, sehr schön den metallischen Steelbook-Effekt haben, damit der richtig zum Leuchten kommt. Außerdem natürlich die restlichen Elemente absolut wunderschön gezeichnet. Amy und der Doktor sehen, finde ich, absolut großartig aus und wirken wirklich wundervoll gemacht. Das ist mit Sicherheit eines der schönsten Steelbooks im Jahr 2020 und ich weiß, wir haben erst April, aber da bin ich sehr zuversichtlich. Vor allem, wenn wir dann jetzt noch einmal auf das Backcover schauen und sehen, dass die BBC eben nicht eines von diesen Labels ist, die zwar großartige Frontcover-Artworks anbieten, aber dann bei allen anderen Elementen so ein bisschen, sagen wir, den Schlendrian reinkommen lassen. Nein, hier ist auch das Backcover-Design absolut großartig. Natürlich, wie auch bei den anderen Doctor Who Steelbooks aus England, hier dasselbe Motiv wie eben auch hinten auf der dem Quarterslip. Aber das passt, finde ich, absolut großartig. Vor allem, weil man ja eben auch hier sehr, sehr schön mit dem Metallic-Effekt gearbeitet hat. Natürlich auch hier wieder im Hintergrund, wo der so wundervoll zur Geltung kommt. Aber eben auch bei anderen Elementen,
die Sinn machen, hier eben zum Beispiel bei der Waffe, bei den Daleks, bei den Blitzen. Das ist wirklich etwas, das absolut großartig ausschaut. Insbesondere, wenn man das jetzt dann noch einmal aufklappt und sieht, dass nicht nur, dass das Design vorne wie hinten absolut genial ist, sondern dass es sich noch dazu auch um ein durchgehendes Design handelt, das eben vom Frontcover über den Spine auf das Backcover übergeht. Das ist freaking awesome. Außerdem können wir jetzt einmal einen Blick ins Innere werfen. Die fünfte Staffel hier ist ausgestattet mit 3 Discs. Da haben wir natürlich die Discs im bekannten Doctor Who-Stil gestaltet. Nämlich auch, ja, Winston Churchill kommt auch vor. Ist übrigens eine absolut großartige Episode, in der er vorkommt. Ach, 4 Discs sind's, Verzeihung. Auch hier, da ist eben zum Beispiel Van Gogh auf der 3. Disc und dann noch einmal eine 4. Disc. Und was ich auch sehr cool finde, das Motiv, wo ich vorher schon gesagt habe, dass mir das eigentlich ziemlich cool gefällt von diesem Einleger, ist dann auch noch das Innendesign vom Steelbook, wobei man auch hier, wenn man einmal auf die Details achtet, wirklich wundervoll gerade eben hier im Hintergrund diesen Metallic-Effekt eingesetzt hat. Das sieht einfach wirklich wunderschön aus und damit, finde ich, beweist uns die BBC wieder einmal, wie toll eine Veröffentlichung sein kann, wenn offensichtlich da jemand dahinter steckt, dem das Produkt auch irgendwie am Herzen liegt und wichtig ist, wenn da jemand sich um alle Aspekte dieser VÖ kümmert, denn auch wenn die Mondo-Reihe grundsätzlich wunderschön ist, auch wenn ich die Pop-Art Edition wirklich genial finde, es ist halt schon immer irgendwie schade, wenn das Frontcover schön ist und der ganze Rest von der Veröffentlichung ist dann mehr oder weniger ein Abklatsch davon. Das macht die BBC nicht. Da passt dieses Steelbook einfach perfekt, so wie es ist. Es ist absolut wunderschön und ich freue mich, dass diese Steelbook-Reihe weitergeht und ich jetzt natürlich eben auch dieses Ding in meiner Sammlung habe.